die wissenschaftliche Erklärung zu zeigen. Viele kennen ihn, das ist das Buch von Luc Burgin. Dank Luc Burgin ist dieses Phänomen nicht vergessen gegangen, obwohl es vielen angenehm und recht gewesen wäre, man hätte ihn vergessen. Das war der unverletzbare Prophet seiner phänomenalen Kräfte. Das war jemand, der diese geistigen Kräfte hatte, der sich hier wirklich physisch aufgeopfert hat, um der Wissenschaft zu zeigen, es gibt geistige Kräfte. Er hat das so erklärt, mit den modernen Worten Dematerialisation und Rematerialisation. Und er beherrschte diese Kräfte und hat das demonstriert. Und ist ein Holländer, Arnold Henskes, kam in die Schweiz und ist dort im Corso, das existiert heute noch, im Corso-Palais aufgetreten. Wir sehen das, die größte Sensation der Gegenwart, Mirindaya. Klein, der Sieg des Geistes über die Materie. Er ist aufgetreten und hat im ersten Teil seines Abends sich durchstechen lassen. Mehrfach. 5-6 Mal durchstechen lassen. Und der Höhepunkt war diese Dreifachdurchstechung. Mit diesen hohlen Degen, wo man hinten die Wasserschläuche herangetan hat, damit man auch auf den hinteren Plätzen sah, das geht durch den Körper. Auch die Kritiker sagen alle, das war kein Trick, das war echt. Das ging durch den Körper. Und im zweiten Teil hat er dann zu den Menschen gesprochen, warum er das tut. Er hat es nicht getan als Varieté-Kunst und einfach um die Leute zu unterhalten, sondern er hat gesagt, nach dem Zweiten Weltkrieg, seine, ich glaube, Cousine war die Sophie Scholl von Holland. Was Sophie Scholl in Deutschland ist, war seine, ich habe den Namen vergessen, war seine Cousine. Die wurde dann auch erschossen, so wie hingerichtet, kurz vor Kriegsende. Also er wusste, wovon er sprach, wenn er vom Krieg spricht. Und vor allem ging es ihm um die Atombomben. Was da geöffnet wird, was der Pfad, der da die Menschheit einschlug, er sah die Kräfte. Und er hat da sehr offen gesprochen. Für die heutige Esoterik nicht mehr so typisch, wenn man dann schaut, was er da gesagt hat. Deswegen war diese Botschaft auch gewissen Leuten nicht so genehm. Er sagte im zweiten Teil seines Abends jeweils zum Beispiel das: Wenn wir nicht das Schicksal der alten, versunkenen Kulturen teilen wollen, so müssten wir das Regiment dämonischer Kräfte brechen, indem wir an ihre Stelle höhere Einsichten setzen und ihnen durch wachsendes Vertrauen in Gott jede Nahrung entziehen. Ein Regiment dämonischer Kräfte, das kann überwunden werden durch höhere Einsichten. Was sind das höhere Einsichten? Man kann das von verschiedener Seite angehen, philosophisch wären es ganzheitliche Einsichten und ihnen durch ein wachsendes Vertrauen in Gott die Nahrung entziehen. Nicht, weil wir denen die Nahrung nicht gönnen, sondern weil das niemandem nützt, uns nicht und Frauen diesen Wesen selber ja auch nicht. Darum erschrecke keiner an seinem Platze vor der Flut des Bösen, die über die Welt daher fegt. Das sagte 1947, nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist noch pointiert hier. Die über die Welt daher fegt. Dämonische Kräfte sind, weil Gott entgegenwirkend zum Voraus zum Untergang verurteilt. Wenn wir guten Gedanken gegenüber die gleiche Hingabe bekunden wie vorher den verkehrten, so ist der Ausgang gewiss. So sicher wie der strengste Winter dem Frühling weichen muss, so weichen auch diese Gespenster der geistigen Sonne, die über dem Horizont des Unwissens zu strahlen beginnen. Das war 1947, heute sind wir da 65 Jahre später und ja, die geistige Sonne möge doch immer mehr zu strahlen beginnen. Das war seine Botschaft, er hat also ganz klar, klare Worte gefunden, die sich zum Teil drastisch von anderen Geheimlehrern unterscheiden, die sagen, es gibt nichts Böses, das Böse ist notwendig, alles ist eins, alles ist gut, alles ist Gott, es ist alles richtig, so wie es ist. Das war eine andere Ansicht. Und deswegen waren diese Worte von ihm vielen nicht genehm. Und so haben die Hüter des Status quo, die Hüter des vorherrschenden Weltbildes, alles unternommen, um das zu banalisieren. Zuerst banalisieren, das ist nichts Besonderes. Das ist nur ein Hochstapler, der angibt, was der macht, ist ja gar nichts Besonderes. Das könnte theoretisch jeder. Das ist das Erste. Und dann gibt es noch andere Mittel. Bei ihm hat das Banalisieren funktioniert. Hier ein Auszug aus einem Artikel des Spiegels. Das Magazin existierte heute noch. Das war nach dem Tod von Mirandaya. Schreiben Sie Folgendes. Wie die Zürcher, er war in der Schweiz, und da hat die Zürcher Chirurgische Universitätsklinik eine Erklärung gefunden.
Nämlich, inzwischen hatte die Chirurgische Universitätsklinik Zürich Tierversuche gemacht, um das Rätsel Mirindayo zu lösen. Man stellte fest, dass ein spitziger, konisch zulaufender runder Degen, wie er Mirin durch den Leib gestoßen wurde, bei geschickter Handhabung keine sehr großen Verletzungen verursacht. Das wissen wir doch, das ist so kein Problem, so mal, oder? Keine großen, wenn man es geschickt macht. Keine sehr großen Verletzungen, es treten keine plötzlichen Zerreißungen ein, vielmehr weichen die Organe, mit nicht absolut fest, also Organe, die nicht absolut fest liegen, dem Instrument aus. Die fraglichen Organe werden bei einem glatten, sauberen Durchstoß nicht lebensgefährlich verletzt. Bei ihnen können auch schwere Wunden ohne Behandlung glatt verheilen. Das ist der kritische Spiegel. Auf jeden Fall hätten die Tierexperimente bewiesen, dass die aufsehenerregende Demonstration Mirindayos nichts Wunderbares an sich habe. Die Tierversuche haben es gezeigt. Das war 1948, man könnte meinen, also das glauben ja selber nicht. Als das Buch von Luc Bürgin rauskam, hat das schon nochmal ein bisschen Wellen aufgeworfen und sogar der Schweizer Fernsehen hat darüber einen kurzen Bericht gemacht. Und hier gehen Sie dann ans Medizinhistorische Institut von Zürich und das wird kurz beschrieben. Und am Schluss spricht da der zuständige Professor von diesem Institut, Professor Christoph Mörgeli, Schweizer kennen ihn. Der spricht auch Schweizerdeutsch, aber ich werde es danach auch noch Schriftdeutsch an der Wand haben. Ja, das ist ein kurzer Ausschnitt aus dieser Sendung SRF Schweizer Radio und Fernsehen. Damals stellten sich die Mediziner drei Fragen. Warum gab es keine Blutungen? Weshalb keine Infektionen? Und wieso hatte Dayo keine Schmerzen? Dazu wurden Tierversuche durchgeführt, bei denen lebendige Hasen mit verschiedensten Instrumenten durchstochen wurden. Die Tierversuche haben zweifelsfrei ergeben, dass man mit dieser Art von Durchstich, mit dieser Art von Klinge tatsächlich die Stich kann überleben. Ja, der ungläubige Gesichtsausdruck des Interviewers kann man nachvollziehen, das glaubt ihr doch selber nicht. Geht's noch? Was er hier sagt, im Inbrunst der Überzeugung, diese Tierversuche haben zweifelsfrei ergeben, dass man mit dieser Art von Durchstichen, mit dieser Art von Klingen tatsächlich diesen Stich überleben kann. Naja, das ist der heutige Stand. Wenn man wirklich sieht, was er gemacht hat, wenn das nicht nur ein Bluff war mit diesen Tieren, meine Hasen haben das Fell, ein bisschen lockeres Fell, also da, ich glaube, dass jeder weiß, wenn man einem Hasen einen Nagel durch den Brustkorb sticht, das tut dem Hasen, das ist der Hase nicht, also glaubt man dann den Osterhasen oder sowas. Also wenn das nicht nur wissenschaftlicher Bluff war, was ich vermute, dann hat das zumindest nichts damit zu tun, was Mirindayo machte. Hier sehen wir die emotionale Reaktion des zuständigen Professors Massini, der war dabei, der fällt fast in Ohnmacht. Das ist einer, der jeden Tag chirurgische Operationen macht. Also das ist nicht einer, der Probleme hat, Blut zu sehen. Hier war ja kein Blut zu sehen. So, die Erklärung mit den Tierversuchen hat nicht alle überzeugt, weil man merkt schon, dass irgendwie ist das nicht ganz glaubhaft. In der Folge hat auch BBC das Phänomen aufgegriffen und in dieser Sendung The Indestructibles 2006 haben sie auch kurz Mirindayo abgehandelt, im wahrsten Sinn des Wortes. 4 Minuten hat man das geklärt. Ihre Erklärung ist folgende: Sie rufen eine junge Ärztin, die sich da auskennt, und sie sagt, wenn ich das alles anschaue, ist die Erklärung so, dass höchstwahrscheinlich, sagt sie, dass er sich Piercinglöcher durch den Körper machte. Sie sagt, vergleichbar wie, kann jetzt hier nicht alles zeigen, aus wahrscheinlich Copyright-Gründen, so mache ich es nur ganz kurz, im Rahmen von Fair Use kann man das kurz zitieren. Sie sagt hier also, sie sagt ganz klar, so wie wir das von den Ohrläppen kennen, da ein Piercingloch durch, hat er einfach immer so paar Zentimeter ein Loch gemacht, das verheilen lassen, dann tiefer und tiefer, bis es quer durch den Körper ist, quer durch die Lunge, quer durchs Herz, ein Piercingloch. Und man glaubt es nicht. Hier, das sehen wir, das sagt sie jetzt dann, das sehen wir jetzt den Schluss. Und sie sagt folgendes, das ist Englisch,
Übersetzt heißt es dann, sie sagte zum Schluss, es ist ziemlich erstaunlich, dass er, Mirindayo, die Erstellung dieser Kanäle, dieser Passageways, wie sie sagt, überlebt hat. Ich denke nicht, dass das Magic übernatürlich ist. Ich denke, es ist Wissenschaft und ich denke, dass es medizinisch möglich ist. Und kaum hat sie das gesagt, kommt der Schnitt. There you have it. Da haben wir es also. Mirindayo ist nicht mehr geheimnisvoll. Mirindayo, sagt er, Mirindayo, mysterious no more. Was wie Magie oder eine übermenschliche Fähigkeit aussah, entpuppt sich als ein System von Fistulas. Fistulas sind Fisteln, das sind diese Kanäle durch den Körper, die man künstlich oder auch als Krankheit hat. Ja, das muss man gesehen haben, sonst glaubt man es nicht. And it is quite amazing that he survived the making of the passageway, but I don't think it's magic. I do think it's science, and I think it is medically possible. So there you have it. Mirindayo mysterious no more. What looked like either magic or superhuman ability turns out to be a load of fistulas. Ja, Schluss, Punkt, fertig, keine Frage mehr, Problem gelöst. Das ist moderne Wissenschaft. Hier sehen wir also, es geht nicht nur um Wissenschaft, hier geht es um Ideologie. Das ist dieses Skeptic Magazine, da im großen Bild so zwei typische Vertreter des skeptischen Denkens, westlich aufgeklärt. Das ist die, hier in diesem Beispiel hat Mirindayo sie wirklich an den Rand, also in die Absurdität treiben müssen, weil es offensichtlich war, es war kein Trick, das ging hindurch, das ist unbestritten. Die Erklärungen, die sie geben, hier sehen wir also an diesem Beispiel, zu welchen Absurditäten sie bereit sind, nur um ihr, also welche Absurditäten zu glauben sie bereit sind, nur um ihr Weltbild aufrechtzuerhalten. Es gibt keine höheren geistigen Kräfte und die ganze Botschaft, die hier gebracht wird, ist auch damit vom Tisch. Und die Botschaft natürlich war ihnen ein Dorn im Auge. Ja, hier bei diesem Fall ist es sehr deutlich. Das ist aber dieselbe Wissenschaft, die uns sagt, der Mensch stammt von den Tieren ab. Dort ist es auf Anhieb nicht so deutlich wie bei Mirindayo, wo man genau hinschaut, ist es mit Verlaub ähnlich absurd. Es ist dieselbe Wissenschaft, die sagt, es gibt keine höheren Dimensionen. Es ist dieselbe Wissenschaft, die sagt, Nahtoderfahrungen sind nur Halluzinationen. Es ist dieselbe Wissenschaft, die sagt, Reinkarnation gibt es nicht und Karma gibt es auch nicht, denn das Gesetz von Aktion und Reaktion gibt es nur auf der Materie, aber nicht im Geistigen, denn das Geistige ist ja materiell. Das ist heutige Hochschulwissenschaft. So diese Menschen sind bereit, an allem zu zweifeln, allem gegenüber skeptisch zu sein, nur ihrem eigenen Materialismus gegenüber nicht. Dort haben sie einen dogmatischen Glauben und sind bereit, alles zu glauben. Eben sogar die Hasengeschichte mit den Tierversuchen oder das mit den Fistulas, nur damit an ihrem Weltbild nichts gerüttelt wird.